So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Bladi Platin, dem einzig wahren Nuzlocke Run mit mir, dem Regi. Und wir stehen heute vor der Höhle der Umkehrung. Ne, wie hieß die Höhle? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die Giratinas Höhle, in der wir bis jetzt noch nicht reinkamen. Aber ich glaube, jetzt, nachdem wir die Liga besiegt haben, kommen wir da auf jeden Fall rein. Ich zeige euch mal das Team, was sich dort getan hat und, ja, auf welchem Level die alle sind. Ja, ich habe gesagt, auf Level 90, das wird angepasst. Und wir haben jetzt hier erstmal Chaos, unser Giratina natürlich, das ist das Pokémon, was wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit von euch bekommen wird, einfach weil es Giratina ist und einfach scheiße cool ist. Ja, die Statuswerte natürlich sehr, sehr gut in der Defensive und dann auch noch dieser gigantische KP-Wert. Respekt. Ja, dazu noch die Angriffe Drachenklaue, Dunkelklaue und Aurasphäre, das finde ich ganz passend. Und Kraxler, Kraxler brauchte ich natürlich, um hier hinzukommen und Kraxler werden wir auch im Überlebensareal noch das eine oder andere Mal benötigen. Und deswegen dachte ich mir so, Chaos, Kraxler, warum nicht? Dann haben wir natürlich noch IDDMT, ne, das gute alte Lunastein, aber das ist nicht ganz so gut, um es mal freundlich auszudrücken. Dann haben wir natürlich noch Lenny hier, Lenny ist auch ein gutes Pokémon, hoffe ich, wünsche ich mir. Ich glaube, es ist nicht gut, aber egal, wir haben hier Flammenwurf, Steinhagel, Erdkraft und Tatumara drauf, sind schon ganz gute Moves, die Statuswerte sind aber, ja, nicht ganz so gut. Dann haben wir noch Drillrun. Drillrun musste natürlich auch rein, weil wir wollen Flyer brauchen und da haben wir halt ein Pokémon mit Fliegen. Und ich habe auch noch Rückkehr drauf. Rückkehr auf maximaler Stärke mit Step ist schon ein guter Move. Sollte hier auch Drillrun ganz gut reinhelfen. Und wir haben natürlich noch Sergen. Die Moves bei Sergen überhaupt geordnet? Ich glaube nicht. Konnte ich das noch vergessen? Naja, jetzt haben wir die Moves geordnet. Sergen, solide, würde ich sagen. Ja, nicht top, aber es ist solide. Und wir haben Pokémon mit Surfer bzw. Kaskade, wenn wir es brauchen. Warum nicht, ne? Kann man, glaube ich, gerne mal drauf behalten. So, ich überlege gerade. Und wir sind jetzt hier heute im Frühlingsfahrt in der Höhle von Giratina, da wo es in den Originalspielen war. Und, also Diamantenperl, ne, doch Diamantenperl. Und zwar, weil wir den Platinum-Orb wollen. Und wie heißt die Höhle jetzt genau? Höhle der Umkehr. Gruselig, 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 ja. Einige von euch haben mir jetzt noch dazu geraten, dass ich mir ja noch ein paar neue Pokémon fangen darf. Und Leute, wenn ich mir neue Pokémon fangen darf, schön und gut, dann müsst ihr mir aber eine Liste machen, wo ich noch was fangen darf. Weil ich ohne eine Liste nicht sonderlich gut zurechtkomme. Kann ich hier noch ein Pokémon fangen? Nice, wir können hier sogar noch Golbat fangen, wenn wir wollen. Frage ist, wollen wir Golbat haben? Ich für meinen Teil sage jetzt erstmal, nee, kein Golbat. Vielleicht gibt es hier noch was anderes, können wir ja mal gucken. Aber wir können ja noch ein Pokémon fangen, das ist ganz gut. So, wie war es jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Rätsel hier überhaupt ging. Ich bin da jetzt ein bisschen... Oh, Apollo. Apollo nehmen wir gerne. Apollo bzw. Gengar. Sage ich nicht nein. Es wäre jetzt, glaube ich, zwar auch Species Claws, aber wie gesagt, so wirklich nein sagen kann ich zu einem Apollo eigentlich in der Regel nie. Also, wo war ich denn geblieben? Richtig, ich habe keine Ahnung, wie das Rätsel hier funktioniert. Ich will hier aber so schnell wie möglich raus, weil... Ja, wir müssen ja weiter mit dem Überlebensareal machen. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr eine Liste macht von mir, von welchen oder an welchen Orten ich noch ein Pokémon fangen darf, das wäre richtig praktisch für mich. Hätte ich auch eine bessere Orientierung. Ich darf natürlich im Überlebensareal noch ganz, ganz viel fangen, aber ja, abgesehen vom Überlebensareal noch ein paar Städte, bei denen ich mir unsicher bin. Aber da könnt ihr mir ja gerne nochmal unter die Arme greifen. Ich glaube, See der Kühne oder so war auch noch. Gucken wir mal. Wenn Bedarf ist, immer wieder gerne. So, jetzt erstmal einen Namen dafür. Wir nennen das Ding jetzt einfach nur. Wir nennen es Reborn. Ja, komm, warum nicht? Reborn ist ganz gut, ja. Die Wiedergeburt von Gasfrau ist ja auch weiblich hier. Reborn. Ich könnte auch Eternity oder so nennen, aber Reborn ist, glaube ich, auch ganz gut. Reborn! Das Apollo. Willkommen im Team und ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie das hier funktioniert mit dem Rätsel. Okay, jetzt sind die so. Also hier kann man auf jeden Fall den Platinum-Orb bekommen. Frage ist, finde ich mich hier überhaupt zurecht? Ich persönlich bezweifle das, ja, aber... Probieren geht über Studieren, sagt man ja so schön, ne? Okay, so, nochmal ein Superschutz-Spray. In dem Fall, dass wir hier noch weiteren Pokémon begegnen und... Das ist jetzt nicht so schön. Ich habe keine Ahnung, wie das Rätsel funktioniert. Ich gehe jetzt einfach irgendwo hin. Ich glaube, das ist sogar richtig, wo wir gerade sind, nicht? Steht da? 2-7? 2-7, ich gehe mal nach links. 7. Ja, ich kann nach links. Sind wir... Was? Ich weiß wirklich nicht, wie das Rätsel funktioniert. Das hat irgendwas mit den Steinen zu tun. Aber das ist das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann.
Und in der Regel laufe ich hier eigentlich nur blind durch. Das ist nicht so schön. Wie sieht es aus mit da oben? 3.11. 3.11. Heißt es nach rechts? Ich würde sagen, vielleicht nach rechts. Ich glaube, das hat irgendwas mit der Anzahl der Steine zu tun, wo du dann lang musst oder wie die, wohin die zeigen. Ich weiß nicht, aber anscheinend sind wir richtig, das passt. So, jetzt finden wir hier nämlich diese eine, wo Leben funkelt, wo Leben schwindet. Ein Ort, an dem sich zwei Welten überlappen. Steinknochen, wird? Das war jetzt aber nicht das, was ich haben wollte. Wo krieg ich denn den Platinum-Orb? Muss ich dafür etwa hier rein? Ja, dann lass uns mal in die Zerrwelt gehen. Man kriegt es auf jeden Fall hier, das weiß ich noch. Vielleicht muss man auch nur für einen kurzen Moment in die Zerrwelt. Ich weiß es nicht. Ich meine, man musste sogar kurz in die Zerrwelt. War das nicht sogar so, dass Giratina nur in der Zerrwelt diese komische Form hat? Ich glaube schon. Also, wo müssen wir jetzt hier lang? Könnt ihr mir nicht einfach mal den Platinum-Orb so geben? Okay. Ich meine, ja, das müsste jetzt der Platinum-Orb sein. Sag ich dir, seht ihr? So einfach ganz gehen, den Platinum-Orb bekommt ihr hier, Leute. Da können wir gleich ein Tutorial draus machen. Nee. Machen wir natürlich nicht, aber jetzt gibt es den Platinum Orb und der Platinum Orb mag Chaos jetzt nämlich zu was? Oh, ich finde die Animation immer richtig episch. Hä? Ach, hier gab es die Animation noch nicht, oder wie sieht's aus? Hm, anscheinend nicht. Naja, jetzt haben wir Giratina in seiner Ursprungsform. Ja, die Werte sind jetzt eigentlich, glaube ich, einfach nur in Reverse, so halb, aber es hat immer noch diese extrem hohe HP-Anzahl. Es ist jetzt einfach nur ein bisschen offensiver. Und ich mag es offensiv, defensiv ist natürlich eigentlich so das, was in der Nuzlocke das Wichtigere ist, um ehrlich zu sein. Da haben wir jetzt insbesondere wieder bei Mimi gemerkt, aber ich weiß nicht. Ich finde, Giratina in seiner Ursprungsform sieht einfach cooler aus. Ja. Und Giratina in seiner Ursprungsform, das ist auch die aktuelle Giratina-Karte, die einfach abgeht, ja. Okay. Aber falls ihr dachtet, man kommt nie mehr in die Zerrwelt zurück, nachdem man da einmal war, falsch gedacht. Man kommt in die Zerrwelt zurück und zwar über diese komische Giratina-Hülle da. Alright, dann können wir, glaube ich, auch noch hier raus. Und sind soweit ready. Nice. Also der Scheidequelle haben wir, glaube ich, sogar schon ein Pokémon gefangen. Das für uns bedeutet das jetzt eigentlich einfach nur... Ja gut, wir können auch hinter die Pokémon, ja. Irgendwann mal, wenn ich da Lust drauf habe. Aber das Wichtigste ist jetzt eigentlich das Überlebensareal. Ja, das ist das Einzige, was wir eigentlich noch so wirklich machen müssen. Überlebensareal. 1, 2, 3, 4 Routen sind das. 1, 2, 3, 4, 5 Routen noch. Okay. Und dann noch den Kahlberg, ne? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Frage ist nur, kriegt unser Team das auch hin? Ich persönlich bin da ja am Zweifeln, aber ich lasse mich gerne eines Positiven belehren. Und wir haben doch immer noch nicht mit den ganzen Leuten hier geredet. Ist auch natürlich etwas, was wir nachholen müssen. Vielleicht kriegen wir von denen irgendwas Interessantes. Ich glaube, eine Superangel kriegt man hier zum Beispiel in dem Teil. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Auf jeden Fall kriegt man hier noch ein paar Items. Ich hätte mir auch diese Beeren abflippen können. Ich habe da jetzt leider einen Tag gewartet, deswegen sind die Beeren jetzt futsch. Ist leider immer so und ich weiß gar nicht. Lohnt es sich mit den Leuten hier zu reden? Gucken wir mal. Lassen wir uns mal belehren. Lassen wir uns belehren. Belehren von Beeren. Nee. Ja, also Leute, für den Fall, dass ihr... ich habe mich gestern so spontan zu entschieden. Ich will mich ein bisschen so in die GPL und so weiter einspielen. Deswegen gibt es heute wieder einen Livestream. Heute Abend. So, ich denke mal... 18 Uhr, 17 Uhr geht's los und dann spielen wir ein paar Runden Wi-Fi Battles, ihr gegen mich und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne erscheinen. Okay, und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch sehen würde. Wie gesagt, einspielen die GPL, das muss jetzt langsam auch mal sein. Okay, warte mal. Sieht sehr verdächtig aus. Ich meine, in Platin wurde sogar dieser Ort geändert. Der sah, glaube ich, in Diamant und Perl noch ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen hier, der sah nicht so tropisch aus, um ehrlich zu sein. Der sah, glaube ich, ein bisschen anders aus. Weiß halt nicht, in welchem Sinne oder wie genau der anders aussah, aber der hatte definitiv Veränderungen. Weil hier wurden Veränderungen vollzogen und ich komme nicht hier durch. Aber da oben ist ja auch sein Superangler. Und da oben ist auch Route 225. Warum kann ich nicht hier der richtigen Reihenfolge nachgehen? Was hätte ihr denn für... Ah, ich muss erstmal ins Kampfareal. Ach so, so ist das alles. Okay, 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 okay. Ist okay, dann muss ich halt erst ins Kampfareal. Und dann wahrscheinlich so einen komischen Kampfpass oder sowas abholen. Eigentlich will ich die Kampfzone gar nicht machen.
Ich werde die Kampfzone natürlich nicht machen. Das würde zu viel Zeit konsumieren und würde letztendlich eigentlich nichts bringen. Das ist was Optionales, was aber halt für so ein Let's Play kaum wirklich, ja, irgendwas hergibt. Finde ich jedenfalls. Mal gucken. Gucken! Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir müssen jetzt ins Kampfareal, ne? Und so einen komischen Pass holen. Ja. Mein erster Besuch, gib mir einfach diesen scheiß Pass, damit ich hier bitte weggehen kann. Kampfkamera. Ach ja, hier kriegt man die Kampfkamera. Ich glaube, in den Spielen der neuen Generation, das ist komplett anders, da kriegt man den Kampfpass sehr früh. Und ich glaube, das war's. Jetzt können wir, glaube ich, direkt schon. Ja. Routen betreten. Da können wir auch nämlich meine Reihenfolge machen. Ja, ich will nämlich von hier aus nach oben. Ja, das funktioniert nicht. Muss ja etwa. Warte mal, Trainer. Wenn du schon im Kaffee-Real bist, dann lass dir die Kampfzone nicht entgehen. Ich bin verwirrt, Leute. Ich habe diese Spiele lange Zeit nicht gespielt und vor allen Dingen war ich dann lange Zeit auch gar nicht mehr hier drin. Muss ich jetzt tatsächlich irgendeine der Faxen dort machen? Ich geh einfach mal in den Duellturm. Der Duellturm ist eigentlich so immer das, was das Wichtigste ist. Vielleicht muss ich einfach einen Kampf machen, was war's? Da jetzt muss das Pokémon sein, anderes Item tragen. Das ist ärgerlich. Das will ich eigentlich nicht. Nein, hallo. Kann ich da nicht einfach so rein? Guck mal, Leute, das wäre zum Beispiel jetzt schon ein Grund, um, keine Ahnung, zu sagen, ich mache die Afterstory nicht weiter, weil es da teilweise solche Faxen gibt, die einfach den Spaß rausziehen. Rausdrainen, wisst ihr? Ich glaube, aber ich muss jetzt tatsächlich. Ja. Okay. Jetzt hat er mir irgendwas vom Pokédex erzählt. Muss ich vielleicht jetzt zurück zu Professor Eibe? Was mit dem Angler? Ja, aber ich war doch schon in der Kampfzone. Wo muss ich lang? Was machen Sachen? Ich glaube, ich muss tatsächlich einfach einen Kampf machen. Ich gehe erstmal zum Professor Eibe. Vielleicht hat er ja neue Informationen für mich. Man weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch einfach. Route 229. Ah, Leute, ich bin verwirrt. Ich habe diese Spiele so lange nicht mehr gespielt. Und es gibt da hier teilweise so große Faxen. Musst du der Ältesten nach Elises? Okay. Was mit ihm? Ja, ich zeig dir mal meine Vorteile im Pokédex. Schon bald hast du alle Pokémon gesehen, die es in Sinnoh gibt. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn man dem irgendwie alle Pokémon zeigt, gibt es auch noch irgendeinen Bonus. Okay. Vergessen wir das. Gehen wir mal zu der Ältesten nach Elises. Ja, ich habe so keine Lust, irgendeins dieser komischen Kampf-Resort-Scheiß-Faxen zu machen. Vielleicht muss ich einfach nur einen Kampf machen und das war's. Vielleicht muss ich ja zu Kampfkoloss Palma, zu dem Papa von Algebra, zu dem ich ja wohl wirklich keine gute Beziehung habe. Man weiß es nicht, Leute. Man weiß es wirklich nicht. Okay, wo war das jetzt das Haus der Dorfältesten? Ich glaube, es war das in der Mitte. Ja, es müsste das in der Mitte gewesen sein. Was gab's denn, Diasowi? Ich habe selbst ein bisschen geforscht, ein bisschen Probleme gehabt. Das Rumoren des Kraterwerks hat mir auch Sorgen bereitet. Dies habe ich hier im Schrein gefunden. Ein Buch scheint sehr zu alt zu sein. Lass mich das dir mal drauf vorlesen. Der Träger des glänzenden Adamant-Orbs beschwört Diaga zur Sperrsäule. Der Wächter Pokémon der Zeit wird dem Ruf Folge leisten. Der Träger des glänzenden Weiß-Orbs beschwört Palkia zur Sperrsäule. Das Pokémon, das die räumliche Dimension zusammenhält, wird dem Ruf Folge leisten. Unsere Vorfahren haben wohl schon vor langer Zeit sowohl mit Diaga als auch mit Palkia dem Pokémon der Zeit und des Raumes Bekanntschaft gemacht. Okay. Was ist das jetzt? Intelligenz leben, okay. Haben sie noch was zu sagen, Omi? Das Humor des Kraters hätte mir auch Sorgen gemacht. Ja, vielleicht müssen wir jetzt auch einfach zum Kraterwerk. Wie wäre es, wenn uns diese komischen Facts da durchlassen? Irgendwie ist das jetzt gerade sehr uncool.
Was wäre noch eine Option, die wir einfach machen müssen? Vielleicht hier in den Süden zum Pokepark? Dieses Pokepark? Ich weiß es gar nicht. Lass mich mal überlegen. Aber warum funktioniert das denn nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sowas im Pokémon-Spiel eigentlich nicht machen muss. Ja gut, ich glaube in X und Y musste man das machen, sonst ging der Rivale da, oder konnte man mit dem Rivalen da nicht talken. Und sich dann hier das Update für den für das Mega-Armband erholen, aber... Ha, keine Ahnung. Irgendwie passt das nicht zusammen, ist da. Das ist so eigentlich nicht das, was ich von Pokémon gewohnt bin. Von Pokémon bin ich eigentlich anders gewohnt, ja. Flüssiges Gameplay ohne dieses ganze Stottern zwischendurch. Was? Was? Okay, ich mache die Rampe, jetzt bist du bereit. Hallo? Joe, okay, Joe. Papa Joe. Und ein Pelipa. Dann habe ich den wohl zwischendurch mal irgendwann vergessen. Kein Problem. Wir sind jetzt mittlerweile auf Level 90. Diese komischen Wassergedöns-Trainer, die sollten jetzt hier wirklich keine große Herausforderung darstellen. Vielleicht kriegen wir ja sogar One-Hit-KOs auf den Pokémon von denen hin. Auf jeden Fall. Ja, Mimi denkt sich nur, oh, was soll das? Regi, ich bin ein Fanboy. Ich lasse dich hier nicht. Gib zu, dass sie dich anfassen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Mach mal hier eben Gastrodon weg. Mach mal eben die Spelipa weg. Und dann können wir auch hier munterfröhlich weiter. Ich frage mich ja schon, auf welchem Level die Trainer ihre Pokémon im Überlebensareal haben. Ja, das wüsste sie jetzt alles wahrscheinlich schon, wenn die mich auf die Route lassen würden, aber anscheinend will man nicht zulassen, dass ich auf die Route komme, weswegen auch immer. Vielleicht hat man große Angst, dass ich dann etwas sehe, was ich nicht sehen sollte. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, Leute. Okay, vielleicht muss ich auch tatsächlich einfach nur in den Pokepark irgendwelche Sachen encountern. Oder ich muss einen Kampf machen. Aber ich bin mir sicher, dass man das mit Platin eigentlich nicht machen musste. Oh, das funktioniert noch gar nicht. Ja gut, dass ich das auch weiß, ne? Diamantenperl geht das, glaube ich, direkt nach der Liga. Okay, was ist das jetzt überhaupt? Das ist meine Route, die ich abgefahren bin, oder was? Okay, ich muss, glaube ich, tatsächlich ins Kampfareal. Oh, das kann doch nicht sein. Ich will doch einfach nur hier raus. Lass mich doch einfach raus. Funktioniert nicht, sie stehen immer noch da. Ich muss wohl wirklich einen Kampf in der Kampfzone machen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder? Vielleicht muss ich mit irgendeinem bestimmten Trainer hier sprechen. Das wäre auch noch was, was möglich wäre. Ah, wie ging das denn? Vielleicht muss ich an die Sperrsäule? Oh Gott, ich habe da so richtig keine Lust drauf. Ich sehe diese Einrichtung, Leute, und denke mir schon so, nein. Das ist so ein dummer Abklatsch von Platin. Ja, in Platin war das doch wenigstens noch cool. Und jetzt ist das so richtig, richtig... Resident Sleeper. Ich will das nicht. Ich meine, erinnert euch an das Smaragd zurück. Ja, das Überlebensareal. Kampf wie Pitis. Oh, so gut. Und jetzt hat man sowas hier. Ich meine, das sind, glaube ich, 5 Einrichtungen. Unten links, unten rechts, links, rechts und einmal in der Mitte. Aber ich will da nichts mehr machen, Mann. Das ist... Wenn dann... Okay, dann müssen wir wohl einfach einen Kampf in der Kampfzone machen. Vielleicht bringt das uns ja tatsächlich den Einlass. Oder habe ich irgendwas vergessen? Wir haben doch gar nichts vergessen. War doch alles okay, oder? Muss ich jetzt tatsächlich den Palmer erstmal besiegen? Weil wenn ich den Palmer besiegen muss, da habe ich ja übelst gar keine Lust drauf. Tja. Muss ich wohl erstmal die Überreste von meinem Pokémon nehmen. Das sollte schon passen. Das ist trotzdem scheiße. Das ist ärgerlich. Okay, aber die Überreste weg. Wenn das bedeutet, dass ich dann einfach da durch kann, ist alles okay. Okay, Einzel, Doppelkampf. Ich will jetzt Einzelkämpfe, wenn es geht. Einzelkämpfe mit Mimi, mit The World Pack und Sergeant. Eigenkampf kriegen wir hin, okay. Aber ich will gerade die ganze Zeit nebenbei so überlegen, was musst du denn tun, damit die Leute dich da durchlassen?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, hier habe ich doch auch schon alles gemacht. Ich habe mit allen Leuten geredet. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist einfach einen Kampf in der komischen Zone hier machen. Das war's? Fällt mir sonst noch irgendwas ein? Keine Ahnung. Leute, ich bin voll überfragt. Ich weiß es nicht. Weil wenn das nicht klappt, dann muss ich wohl tatsächlich mal nachschlagen. Aber ihr habt ja so lange Zeit, auch noch eine Liste für mich zu machen, ja, was wir noch erledigen müssen in Vladiplati. Oder wo wir Pokémon fangen können, das war die Liste. Ich will eigentlich nur das Überleben sagen, ja, machen wir, das war's. Vielleicht mal kurz hinter die Liga gehen. Einfach aus einem einfachen Grund, weil es da ein einzeitiges Pokémon gibt. Aber das war's auch schon. Okay. Wie gesagt, also die ersten Trainer, die sollten wir auch ohne größere Probleme besiegen können. Aber wenn ich jetzt erstmal Palma besiegen muss, habe ich ja gar keine Lust drauf. Palma war auf Deutsch, wie hieß der? Jakobson? Ich habe keine Ahnung. Jakobson, wie komme ich auf Jakobson? Ja, Mimi, ist ein Eisstreis, von dem ich ausreiche, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, ne? Also, Kikugi, du bist ja hier richtig am dafür sorgen, dass du bei mir gerade im Ranking, im persönlichen Ranking, ganz da unten fällst. Megaball. Ach, was ist denn da los? Warum haben die ja so viele Pflanzen-Pokémon? Habe ich Drill Run dabei? Ich habe Drill Run dabei. Oh, mein Hals. Oh. Zu schnelle Drehung. Das war nicht gut für den Hals. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt nur noch Sergen gehabt hätte, dann sehe das böse aus. Ja, ich habe noch Drill Run. Okay, das passt. Ich mag Ibitak. Ibitak ist ein gutes Pokémon. Boah, Schnabe! Ist okay. Okay. Das reicht gegen raus. Weil wir hier natürlich Step drauf bekommen und wir auch noch schneller sind. Noch ein. Jetzt kommt kurz wieder. Ja, gut. Das ist jetzt. Scheiße. Okay, komm mal Rückkehr. Vielleicht reicht sogar eine Rückkehr aus, weil Kusilla halt. Hält natürlich jetzt bei weitem nichts aus. Ja, okay. Also, wir haben jetzt ein einziges Mal gewonnen. Das müsste eigentlich ausreichen, um hier so ziemliches Zeug zu encountern. Nix und Y hat es ausgereicht. Ich will jetzt hier keinen Run machen müssen, wenn es geht. Oder muss ich hier jetzt tatsächlich einen Run machen? Ja, okay. Was jetzt? Ausruhen? Nee, ich will Schluss machen. Also, ich will hier raus. Okay, dann passt das ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, genau, 7 Trainer, okay, meinetwegen mache ich auch 7 Trainer, aber ich mache jetzt keine 21 oder 20 Trainer bis Palma und dann klatsche ich auch noch Palma, nicht mit so einem Ingame-Team, das ist... Nein! Nein, nein, nein! Lass mich jetzt einfach hier durch, ich habe einen Kampf gemacht, das sollte reichen. Ich habe jetzt aber so das dunkle Gefühl, ich komme hier trotzdem nicht durch. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben. Ich gucke, wie ich hier durchkomme. Ich habe keine Ahnung. Ich bin restlos überfragt. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode wieder von Pokémon Running Platin. Bis dann, noch rein, was gut ist, und ciao. Euer Rigi. Scheißspiel. Meine Güte.